So, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Reihe Digitale Transformation. Wir sind WTSH und Divisch, vertreten hier Felix Gebauer und mir, Johannes Ripken, Clusterleiter Digitale Wirtschaft. Wir haben heute ja eigentlich Kollegen zu Gast, teils Übersee, teils auf unserer Seite des Atlantiks, um einmal einen Einblick zu bekommen ins Northern German Innovation Office. Damit das Ganze nicht so theoretisch bleibt, werden wir einen kleinen Use Case auf die Ernährungswirtschaft zeigen oder nehmen. Und wir sind ganz gespannt, was vom NGIO, also ist die vielleicht geläufigere Abkürzung für diesen langen Namen, was es neu zu berichten gibt. Es ist ja durchaus kein neuer Partner in unserem erweiterten Netzwerk, sondern schon ein bestehender Akteur. Aber es gibt sicherlich viel Neues zu berichten und auch neue Möglichkeiten. Und das wollen wir heute herausfinden. Und von daher freuen wir uns sehr auf den Blick über den, nicht Kanal, nicht nach England, sondern in den USA, in Silicon Valley. Genau, auch von mir noch ein paar begrüßende Worte. Mein Name ist Felix Gebauer von der WTSH. Auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich ebenfalls sehr, Christine und Tim, euch heute hier zu haben. Bin sehr gespannt, was ihr uns erzählen werdet. Vielleicht, weil du schon eigentlich alles gesagt hast, Johannes, nur noch kurz ein paar technische Hinweise oder zum Ablauf. Wir gehen gleich in den Vortrag rein von Christine und Tim und werden danach eine Fragerunde nochmal machen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, dann auch Fragen zu stellen an beide Referenten. Fragen am besten einfach über den Chat. Wir nehmen das dann auf und stellen dann die Fragen weiter und machen eben nach dem Vortrag dann auch so eine moderierte Fragerunde. Und zweiter Hinweis, das Webinar wird wie üblich bei uns aufgezeichnet und wir stellen dann auch die Aufzeichnung hinterher zur Verfügung. Sie alle bekommen im Nachgang eine E-Mail von uns, wo dann auch der Link zur Aufzeichnung nochmal drin ist. Und ja, ich glaube, das war es auch soweit von mir und würde sagen, Christine und Tim, dann dürft ihr loslegen. Alles klar. Vielen Dank, Felix und Johannes, für die Vorstellung und auch nochmal herzlich willkommen von unserer Seite zu unserer Veranstaltung Digitalisierung und Innovation in der Ernährungswirtschaft. Mein Name ist Christine Asmussen. Ich bin Außenwirtschaftsberaterin bei der WTSH und bin dort für das Projektmanagement des Northern German Innovation Office, kurz NGIO, das sagt sich ein bisschen leichter, zuständig. Mein Kollege Tim Ole Jüng ist der Direktor unseres Büros in der San Francisco Bay Area und wir freuen uns, ihn in den nächsten knapp 30 Minuten einen Einblick in unsere Arbeit und unsere Mission zu geben, die wir mit unserem Büro verfolgen. Dafür haben wir uns für unsere heutige Veranstaltung eines der großen Themen ausgewählt, die für Norddeutschland relevant sind. Die Ernährungswirtschaft ist sowohl für Norddeutschland als auch insbesondere für Schleswig-Holstein von großer Bedeutung und es bedarf für uns als NGO immer eines größeren Themas, um Norddeutschland mit dem Silicon Valley zu verbinden. Genau, die Präsentation haben wir wie folgt aufgebaut, dass wir einmal auf die wesentlichen drei Aspekte eingehen werden, die es braucht, um erfolgreich Innovation voranzutreiben. Und die können Sie hier sehen. Das sind einmal Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Genau. Das NGO ist ein Soft Landing Spot für Unternehmen aus den norddeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, die Zugang zu einer der innovativsten Regionen der Welt, also dem Silicon Valley, suchen. Getragen wird das NGO von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, der Stadt Kiel und einigen Unternehmenspartnern. Dazu gehören die Dataport AÖR, die Eurocon und die KPSC GmbH, die ja auch alle Divisch-Mitglieder sind, und die OHB, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen aus Bremen. Genau. Einmal weiter. Wenn wir nun einen ersten Blick ins Silicon Valley werfen, dann kann man hier auf dem Bild ganz gut sehen, dass Deutschland mit verschiedenen Akteuren im Silicon Valley vertreten ist. Etwa mit der Außenhandelskammer, mit den Verbindungsbüros der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und auch mit privaten Organisationen wie zum Beispiel der GABA. Mit einigen dieser Organisationen sitzen wir als NGO im German Hub und haben dort eine gemeinsame Bürofläche in Downtown San Francisco. Was uns als NGO unterscheidet von den anderen Organisationen, ist zum einen, dass wir nicht föderal arbeiten, sondern mit den drei Bundesländern, erst Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, gleich drei Bundesländer vertreten und auch drüben im Silicon Valley repräsentieren. Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf Corporate Innovation und fokussieren uns dabei natürlich auch auf kleine und mittlere Unternehmen, die hier oben in Norddeutschland ja einen wesentlichen Teil der Wirtschaft ausmachen.
Christine hat es ganz wunderbar gesagt. Wir sind ein Verbundbüro. Wir vertreten eine Region im Silicon Valley und die Region ist eben Norddeutschland. Für diejenigen von Ihnen, die schon mal im Valley waren, das hier ist vielleicht nicht ganz so neu, aber für diejenigen von Ihnen, die es bisher noch nicht geschafft haben, vorbeizukommen, vielleicht einmal als Einstieg eine Verortung. Also das Silicon Valley, das ist jetzt sehr klein auf der linken Seite, das klassische Silicon Valley erstreckt sich unten von San Jose im Süden bis hoch nach San Mateo. Heutzutage würde man oftmals auch noch dann San Francisco inzwischen fast ein bisschen in Silicon Valley mit reinzählen, aber das klassische Silicon Valley ist eben diese südliche Region. Und wir haben mal den Umriss, wie Sie hier sehen können, des Silicon Valleys im Skalierungsmodell 1:1 übertragen, wie das aussehen würde, wenn man das Silicon Valley auf Kiel rauflegt. Man kann eben sehen, dass das Silicon Valley relativ klein ist. Das heißt, wir reden hier von einer Fläche, das gesamte Kieler Stadtgebiet, dann eben gerade noch so ein bisschen die östliche östliche Förde und dann hoch bis an die Schlei, also durch die Förde durch und dann bis hoch an die Schlei. So groß oder so klein, je nachdem, wie man das sehen möchte, ist das Silicon Valley. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das Silicon Valley, wenn es eine eigene Wirtschaftsnation, also ein eigenes Land wäre, nach Inlandsprodukt gemessen Platz 18 weltweit einnehmen würde, Kalifornien wäre übrigens die fünftgrößte oder fünftstärkste Weltwirtschaft, dann wird einem klar, wie viel Interaktion und wie viel Aktivität hier im Silicon Valley ist. Und wir haben in dieser kleinen Region nicht zuletzt drei große Flughäfen mit internationalen Verbindungen in Oakland, San Francisco und San Jose. Wir gucken in dieser kleinen Region auch auf insgesamt geschätzt etwa 23.000 Startups, die hier ansässig sind. Wir reden hier von ungefähr 12 Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Wir reden von einer großen Vielzahl von Unternehmen und nicht zuletzt von Venture-Kapital. Und für uns als NGIO ist es eine wunderbare Sache, dass wir eben nicht nur die Region SH vertreten, sondern wirklich als Region Norddeutschland denken können und dürfen. Denn wenn wir hier im Silicon Valley auf unsere Kontaktpartner zugehen und etwa zum Thema Food and Beverage unterwegs sind, dann ist sowieso oftmals die Frage eigentlich eher, welche Region das ist, als wo nun genau Kiel ist oder wo nun genau Hamburg ist oder Bremen. Deswegen ist es dieses überregionale Denken für uns ganz, ganz wichtig für die DNA. Vielleicht noch kurz einfach zur Einleitung. Silicon Valley ist ja in den 50er, 60er Jahren, war es eine große Apfelplantage. Das heißt, Landwirtschaft, und man vergisst das auch wieder schnell, Landwirtschaft für Kalifornien ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wir reden hier einerseits vom Wine Country, also Napa und Sonoma, nördlich der San Francisco Golden Gate Bridge und im Central Valley, also Stunde südlich, weil man nach Gilroy runterkommt, übrigens die Knoblauchhauptstadt der Welt. Haben wir eben einen ganz wesentlichen Treiber der kalifornischen Wirtschaft und das ist nach wie vor die Agrarkultur. Und das Silicon Valley als Hub ist aber natürlich der interessante Punkt, wenn man nach Innovation im Bereich oder nach technischer, digitaler Innovation im Bereich Food and Beverage schaut. Genau, wenn Sie das Silicon Valley interessiert, dann sind das die Aufgaben, die wir als NGO konkret nachher umsetzen. Beim Trendscouting geht es um das horizontale Screening des Marktes. Das heißt, wir beobachten industrieübergreifend, welche Investitionen getätigt werden, wie viele und welche Startups entstehen und gegründet werden und in welchen Bereichen an den Hochschulen geforscht wird. Die meisten dieser Informationen beziehen wir direkt über unser Netzwerk aus dem Silicon Valley und nutzen diese dann wiederum, um herauszufinden, welche Entwicklungen für Norddeutschland relevant sind, also die ansässigen Branchen, die wir hier oben haben, oder relevant werden in der Zukunft. Und zu diesem Bereich haben wir nachher auch noch ein, zwei Beispiele, um das noch ein bisschen besser zu veranschaulichen, am Beispiel der Ernährungswirtschaft. Während wir beim Trendscouting einen Blick in die Breite werfen, gehen wir beim Tech-Scouting oder Technologie-Scouting mit einer bestimmten Technologie in die Tiefe. Das heißt, wir schauen uns hier konkret Anwendungsbeispiele an, suchen nach Startups und sprechen dann mit den Partnern, die bereits mit diesen Startups zusammengearbeitet haben, um einen Einblick zu bekommen, was gut funktioniert hat in der Zusammenarbeit und was nicht ganz so gut funktioniert hat. Diese Informationen können wir dann wiederum nutzen, um die vielversprechendsten Partnerschaften zwischen Norddeutschland und dem Silicon Valley für Sie zu finden.
Für alles, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich entscheidend das Netzwerk, das wir haben und weiter ausbauen. Networking ist eine der zentralen Aufgaben, die unser Büro macht, weil es natürlich immer darum geht, Akteure aus Norddeutschland mit Akteuren auf der anderen Seite aus dem Silicon Valley, aus der San Francisco Bay Area zu verbinden und zu vernetzen. Und dann, ja, ein letzter Punkt sind Delegationsreisen, die wir normalerweise zweimal im Jahr durchführen. Das liegt momentan noch ein wenig auf Eis aufgrund der Corona-Pandemie. Aber das ermöglicht immer einen direkten Austausch vor Ort, zum einen mit den anderen Delegationsreiseteilnehmern, aber auch mit den Ansprechpartnern vor Ort. Und sobald wieder möglich, werden wir das sicherlich auch wieder aufnehmen. So. Genau, um das einmal konkret, wie ich sagte, das Trendscouting einmal Ihnen näher zu bringen, möchte ich es einmal anhand der Ernährungswirtschaft verdeutlichen und Ihnen dazu einmal einen Überblick geben, ganz kurz zur Ernährungswirtschaft in Deutschland. Die deutsche Ernährungsindustrie ist mit über 600.000 Beschäftigten in knapp 6.000 Betrieben der viertgrößte deutsche Industriezweig und spielt natürlich auch in Schleswig-Holstein, aber auch in Norddeutschland allgemein eine bedeutende Rolle. Knapp 23.000 Beschäftigte arbeiten hier in rund 270 Unternehmen. Circa 60% von denen fallen mit maximal 50 Mitarbeitern in die typisch mittelständisch geprägte Struktur, die wir hier oben haben. Und insgesamt werden von all diesen Unternehmen knapp 7,3 Milliarden an Umsatz jährlich erwirtschaftet. Wenn wir einen Blick auf die Arbeitsfelder werfen in Bezug auf Schleswig-Holstein, dann liegt da der Fokus auf der Nahrungs- und Futtermitteln mit Schwerpunkt Fleisch- und Milchverarbeitung und Back- und Süßwarenherstellung, Tabakerzeugnissen und Getränken. Ich hatte ja vorhin einmal gesagt, dass wir nicht nur für Schleswig-Holstein arbeiten, sondern auch für Hamburg und Bremen tätig werden. Und auch in diesen beiden Bundesländern ist natürlich die Ernährungsbranche ein wichtiger Bestandteil oder ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Über den Hamburger Hafen gelangen Lebensmittel wie zum Beispiel exotische Früchte, andere Waren, Tee, Gewürze, Kaffee in die Metropolregion und werden dort dann weiterverarbeitet. Das heißt, die Ernährungsbranche trägt damit erheblich zur Wertschöpfung der Region bei. In Bremen ist es ähnlich wie bei uns in Schleswig-Holstein und die Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist die zweitstärkste Branche im Bundesland. Und was wir während unseres ersten Besuchs in Bremen gelernt haben, war nicht nur, dass der Kaffee jeweils das wichtigste Ex- sowie Importgut ist, sondern auch, dass der entkoffinierte Kaffee in Bremen erfunden wurde und dass in Bremerhaven jährlich so viele Fischstäbchen hergestellt werden, dass wenn man sie dann Länge nach aneinander reihen würde, es rund 5-mal um die Erde reichen würde. Wenn wir noch einmal zurückgehen auf die Milch- und Fleischverarbeitung, die ja für Schleswig-Holstein eine zentrale Rolle spielt, dann sehen wir in diesem Bereich zum Beispiel viele Trends aus dem Silicon Valley. Christine hat es gerade erwähnt, gerade im Bereich der Milch- und Fleischverarbeitung oder auch des Fischfangs. Es sind einige der Megatrends oder der ganz großen Trends in Entwicklung, die wir jetzt schon die letzten paar Jahre hier im Silicon Valley sehen. Ich habe mal ein paar Zahlen einfach aufbereitet hier. 2020 sind aus dem Silicon Valley heraus insgesamt 72 Deals abgeschlossen worden, rein in den Bereich, also alles von Farm to Fork, also alles von Supply Chain über Robotik, über Vertical Farming bis in die Milch-, Fleisch- und Fischverarbeitung, beziehungsweise natürlich auch ganz, ganz stark der Bereich der Ersatzstoffe für diese Lebensmittel. Was wir gesehen haben, das war eigentlich typisch für das Corona-Jahr, letztes Jahr, was wir hatten, wir haben insgesamt weniger Deals gesehen, aber die Deals, die wir gesehen haben mit wesentlich größeren Umsatzsummen, lag letztes Jahr im Durchschnitt bei ungefähr 100 Millionen Dollar mit den größten Investmentrunden bis hoch zu 273 Millionen Dollar. Und insgesamt wurden 7,4 Milliarden an Kapital vergeben, aufgeteilt zwischen Venture-Kapital und Corporate-Venture-Kapital, also was wir gerade im Bereich der Food- und Beverage-Industrie sehen, ist, dass eben Firmen wie Kraft Heinz, wie Nestle, wie auch in Deutschland Müller große Summen von Kapital derzeit in den Markt reinstellen, was auch nicht zuletzt natürlich davon spricht, dass diese Entwicklung, die eigentlich mal 2010 losging, dass diese neuen Proteine aufkamen, inzwischen wirklich in der breiten Masse angekommen sind. Was ganz interessant ist dabei, der Gründer von Impossible, von Beyond, als er damals die erste Runde eingesammelt hat von Kapital von Kosler Ventures, hatte er hier eine Vollprofessur an der Stanford-Universität und
Der Investor bei Großler hat gesagt, wir investieren nur dann, wenn du die Professur an den Nagel hängst und dich hundertprozentig auf deine Firma fokussierst. Und er hat diesen Schritt tatsächlich gewagt und hat es hingegangen. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, sicherlich ein lohnenswerter Schritt, aber damals, als er das machte, war das noch eine absolute Nische, wirklich, dass er eigentlich aus der Stadt gelacht worden ist, wie er mal im Interview erzählte. Aber 2010, wie gesagt, die ersten Investitionen gingen los. Inzwischen ist es wirklich in der breiten Masse angekommen. Ich habe die rechte Seite, das sind jetzt weltweite Investments in wirklich nur den Bereich der Bioengineered Foods. Und wir sehen eben, wie exponentiell diese Kurve zurzeit wächst. Wir erwarten nur im Bereich der Proteine und der Fleischersatzstoffe bis 2025 etwa einen 8,5 Milliarden schweren Markt, der um das Zehnfache in den 5 Jahren drauf anwachsen soll, auf 85 Millionen. Also die Kurve ist sehr, sehr steil. Wir müssen uns dazu unterhalten in dem Zusammenhang mit Michael Levine. Michael ist Partner bei German A Ventures. Und wir hatten es gesagt, beziehungsweise was für uns so wichtig ist, wir haben in Norddeutschland eine Ballung von Unternehmen und von Infrastruktur, die um das Thema Landwirtschaft bereits sehr gut organisiert ist. Wir haben generell die Branche der F&B-Unternehmen, also der Food and Beverage-Unternehmen, sind ja, wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, ich meine, ich vermute mal, dass viele unserer Teilnehmer heute hier aus dem Bereich kommen, ist eine sehr innovative, innovationsreiche und historisch von Innovation getriebene Branche. Und es ist insofern wichtig, als wenn wir jetzt in den Markt Silicon Valley reingehen und gucken und auf der Suche sind nach Unternehmen, die hier vor Ort für Partnerschaften sinnvoll sind und zur Verfügung stehen, dass wir diese Idee haben von Manage Regional und Execute Global. Das heißt, dass wir eben weltweit in verschiedenen Hubs und verschiedenen Regionen bereits bestehende Infrastrukturen nutzen und dort findet eigentlich die operative Arbeit statt, die Organisation statt. Und diese Hubs treffen sich dann oftmals im Silicon Valley, weil es einer der größten Innovationshubs weltweit ja ist, um die Skalierung oder wo die Ideen zusammentreffen und Skalierung passiert. Und Michael Levine von German Aid sagte eben, dass das größte Hindernis zurzeit, um diese 85 Milliarden Umsatz oder 85 Milliarden Markt zu erreichen, im Bereich der Industrialisierung sitzt davon. Das heißt, die Lieferketten und die Infrastruktur, die Supply Chain global so aufzubauen, dass diese neuen Produkte auch tatsächlich skalierbar sind und in den Märkten ankommen. Was dabei ganz interessant vielleicht kurz zu beobachten ist, ist, dass zurzeit ja die Mungobohne eigentlich der Hauptbestandteil ist für die meisten Fleisch- und Fischersatzstoffe und aus der Mungobohne die Proteine gewonnen werden. Wir haben weltweit weit über 10.000 verschiedene Proteinträger, oftmals eben Bohnen. Und inzwischen nutzt die Industrie ja tatsächlich auch schon KI-gestützte Algorithmen, um Proteine zu analysieren und vorherzusagen, welche Proteine für welche Produktkategorien besonders erfolgsversprechend sind. Und was wir gerade sehen, ist ein erster Umschwung von der Mungobohne, was bisher für viele der Stoffe der Grundstoff war, hin zur Faba-Bohne. Was wiederum eine Bedeutung natürlich auch hat, denn die Faba-Bohne im Gegensatz zur Mungobohne wächst auch im Frost und wächst auch in Europa. Es ist derzeit in Deutschland auf Platz 2 der angebauten Hülsenfrüchte nach der Erbse. Und insgesamt derzeit sind etwa 50.000 Hektar Land in Deutschland bepflanzt mit der Farbe oder der Ackerbohne. Wenn jetzt tatsächlich also diese Skalierung von 8,5 Milliarden auf 85 Milliarden stattfindet, wird entsprechend Nachfrage hochgehen nach den Rohstoffen. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit das die Landwirtschaft betreffen wird. Christine erwähnte außerdem gerade eben den Bereich der Fischfangindustrie. Etwa Unternehmen wie Insect, welches Fischfutter herstellt aus Crickets, also aus Heuschrecken und anderen Insekten. All das sind gerade ganz, ganz große Wachstumsmärkte. Und nicht zuletzt natürlich auch, Sie haben es vielleicht gerade gesehen, ich glaube, gestern war es auf tagesschau.de, Oatly, das Unternehmen aus Schweden, die jetzt auf den Börsenmarkt drängen. Wo aber auch gerade die Frage ist, China ist für den Bereich der Proteine einer der wichtigsten Absatzmärkte. Also der chinesische Markt ist stark notwendig, aber zurzeit aufgrund der Streitigkeiten oder der
Spannung zwischen den USA und China. Es ist für viele Startups hier in den USA gerade die Frage, inwieweit möglicherweise in den nächsten Jahren die Skalierung eventuell verlangsamt wird oder gefährdet wird. Auch dort sicherlich eine Möglichkeit wiederum für EU-Außenpolitik und für Unternehmen aus Deutschland, möglicherweise natürlich auch von einer sich Verschärfung des Wirtschaftsaustauschs zwischen USA und China gegebenenfalls zu profitieren, beziehungsweise dass eventuell mehr durch Europa fließen wird. Was ganz interessant ist generell im Bereich der Open Innovation oder im Bereich der Startups hier in den USA oder auch gerade der Food-Industrie ist, dass es ein Markt ist, der stark getrieben wird vom Konsumverhalten. Diese Zahlen, die wir hier, diese Grafik, die wir hier sehen, natürlich hat damit zu tun, dass zurzeit etwa 1% in den USA als Veganer sind und ich glaube ungefähr 12% sich als Vegetarier bezeichnen. Das ist eine starke Zunahme über die letzten Jahre. Also Konsumverhalten ist ein wesentlicher Treiber in diesem Umfeld. Und was wir eben auch sehen, ist, dass deswegen immer mehr und mehr Formate wichtig werden, die nicht nur Innovation und Startups präsentieren und skalieren, sondern dass immer eine Media-Seite, also immer eine Public Relations-Seite mit dabei sein muss. Zum Beispiel ist eben hier der Vegan Women's Summit, eine Eventveranstaltung, die Startups oder ein Format, welches Startups mit Unternehmen hier auf US-amerikanischer Seite verbindet. Ein sehr interessanter Podcast, den ich auch empfehlen kann, unter veganwomenssummit.com oder .org. Tim hat gerade schon ein, zwei schöne Beispiele für Open Innovation genannt, mit der Mungobohne und auch gesagt, wie wichtig es halt ist, das Know-how ist zwar da, aber es bedarf trotzdem Partnerschaft und Austausch, um auch so zu skalieren, wie man es gerne möchte oder anstrebt. Open Innovation wird immer wichtiger und wurde durch die Corona-Pandemie gerade im globalen Zusammenhang noch verstärkt. Einer der größten Vorteile von Open Innovation ist diese übergreifende Vernetzung von Wissen und Know-how aus den verschiedensten Branchen und Bereichen, durch die sich dann neue Perspektiven und auch innovative Ansätze ergeben können. Um aber Open Innovation anzugehen, bedarf es natürlich Plattformen, wie zum Beispiel dem Summit, den gerade Tim auch genannt hat, um diesen Austausch zwischen relevanten Akteuren zu fördern und zu ermöglichen. Und ein schönes Beispiel aus dem Bereich Food sehen wir in Hamburg. Das Food Lab in der Hamburger Hafen City bietet Food Startups mit einem Coworking Space, Küchenplätzen zum Testen, Kreieren und Produzieren von Food Innovationen und einer Pop-up-Fläche eine Plattform zur Vernetzung und auch zur Entwicklung. Darüber hinaus haben sie sich überlegt, ein 6-monatiges Accelerator-Programm einzuführen, das sich speziell an Food Startups richtet. Diese Startups erhalten dann in diesem Zusammenhang einen Arbeitsplatz im Coworking Space, ein individuell auf sie zugeschnittenes Coaching-Programm und auch Zugang zum Netzwerk. Dadurch können Sie natürlich unter anderem Erfahrungen mit anderen Startups austauschen, die vielleicht weiter fortgeschritten sind oder einfach um Ideen zu teilen und weiter daran zu arbeiten, haben aber auch Zugang zu Experten aus der Ernährungsindustrie, aus dem Ernährungsbereich, um Innovationen und ihre Projekte voranzutreiben. Und was ganz interessant ist, ist eher ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Organisation statt aussehen kann von Manage Regional Execute Global, wenn wir jetzt uns anschauen, was im letzten Jahr insbesondere gerade in den späteren Phase Deals in den USA investiert worden ist, dann sieht man natürlich immer schnell diese großen Namen wie Müller oder Bell Group oder unten der Largest Brewer, in dem Fall ist es hier Anheuser-Busch, die eben mit Clara Foods zusammenarbeiten und Eiweiß pflanzlich herstellen. Oder General Mills, die vorletztes Jahr mit Good Catch, also einem der ganz großen Startups im Bereich der Fischersatzstoffe agieren. Und man kann sich natürlich schnell fragen, eine Frage, die wir nicht nur aus der Food-Industrie, sondern allgemein in unseren Terminen oder in unseren Austausch und in unserer Arbeit mit Firmen oder KMUs aus Norddeutschland immer wieder begegnen, ist die Frage, wie passen dort eigentlich mittelständische Unternehmen rein in den Mix? Denn natürlich möchten Startups gerne mit den großen Firmen, mit den großen Namen arbeiten. Das sind nachher oftmals die Deals, die natürlich den wirklich großen Sprung und die Skalierung bereitstellen, aber was wir generell aus dem Bereich Innovation beobachten und immer wieder sehen, ist, dass Finanzierung zwar ein wichtiger Aspekt ist für ein Startup, Geld ist wichtig, aber
Wenn ein Startup eine Sache nicht hat, ist es im Regelfall Zeit. Und in diesen drei Deals, die wir hier haben, wir haben uns hier unterhalten mit den jeweiligen Teams, die in diesen Pilotprojekten beteiligt waren, von der ersten Interaktion bis zum Vertragsabschluss und dem erfolgreichen POC, reden wir hier von etwa 14 Monaten, die ins Land gegangen sind, bevor diese Investments getätigt worden sind und bevor diese Partnerschaften verkündet worden sind. Und auch wenn das hier drei Beispiele ist, eben für Jofix, die pflanzlich basierten Joghurt herstellen, oder für Clara Foods oder für Good Catch, gibt es eben eine ganze Reihe von Startups, die auf dem Weg dorthin aufgegeben haben. Wir haben uns mit einigen unterhalten dazu. Und diese Folie, ich habe sie nur mal kurz reingesetzt, um zu zeigen, wie groß oder umfangreich der Markt ist. Das hier sind nur Startups wirklich, die aus dem Bereich der neuen Proteine kommen. Und man kann eben sehen, wie viele Logos, wie viele Namen hier in diesem Falle auftauchen. Und wir haben eben eine Vielzahl von Startups, die auf der Suche gerade sind und versuchen zu skalieren. Und gerade insbesondere, wir haben uns mit Startups vor 2 Jahren unterhalten. Das ist nach wie vor dieselbe Unterhaltung. Ich hatte es kurz erwähnt, die Aussage von Michael vom Venture-Kapitalbereich hier, der eben sagte, die Supply Chain ist die große Herausforderung. Oftmals geht es um so Themen wie etwa das Mahlen, die Aufbereitung des Proteinträgers, sei es jetzt die Mungobohne, sei es jetzt die Faberbohne. Und wir glauben, dass es hier wirklich für Mittelstand und dann gerade für Norddeutschland, weil wir eben eine sehr gut bestehende Infrastruktur haben, hier Partnerschaftsmöglichkeiten gibt. Zu konkurrieren über Time to Market. Wir haben uns mit einem Gründer unterhalten, der ein pflanzlich basierte Fleischersatz herstellt. Die Firma hat jetzt gerade 85 Millionen, also eine Series B eingenommen von, letzte Runde waren, glaube ich, 40 Millionen stark. Und er erzählte in seinem Zusammenhang mit PepsiCo, also einem der großen CPGs, und sagte, wir haben die Unterhaltung und das Pilotprojekt mit Pepsi gestoppt, denn sie kam nicht hinterher in unserer Timeline. Wir haben gesehen, dass wir durch Geld brennen, dass wir auf die nächste Finanzierungsrunde zugehen, und die Zeit, die es einfach gedauert hat, innerhalb des Konzerns bei Pepsi einmal eine E-Mail zurückzubekommen, war so lang, dass wir, hätten wir weitergemacht, die Gefahr gesehen hätten, dass wir out of runway kommen im Endeffekt. Und im Endeffekt haben sie mit einer Firma ein Pilotprojekt gemacht und jetzt ein Revenue Share. Die Firma sitzt in Frankreich. Und ist wesentlich kleiner als PepsiCo und hat trotzdem den exklusiven Vertrag für seine Firma bekommen für den europäischen Markt. Und Luise, die sagte, dass sie auch mit General Mills in Verbindung standen und eben sagte, also generell für ihr Startup, was aus dem Bereich der Milchstoffe kommt, Funding war gar nicht das Problem für die. Also auch sie sagte, der Zugriff auf einen Maschinenbau, das sind gerade die Sachen, die uns fahren. Wir brauchen Partner, wir brauchen zurzeit gar nicht unbedingt die großen multiglobalen Konzerne. Wir brauchen Partner, mit denen wir schnell und vertrauensvoll interagieren können. Und wir glauben, dass das hier wirklich also eine große Chance liegt für Norddeutschland. Das war so der Bereich Wirtschaft. Und wenn Sie an diese dreieckige Abbildung vom Anfang zurückdenken, dann ist Wissenschaft ja auch bedeutend im Zusammenhang mit Politik, um Innovationen erfolgreich voranzutreiben. Und bei uns in Deutschland haben wir natürlich auch eine ausgeprägte Forschungslandschaft, die diesen Bereich beeinflusst. Wenn man sich den Ernährungsbereich anschaut, gibt es zum Beispiel eine Vielzahl von Studiengängen im Ernährungsbereich, sei es Bachelorstudiengänge wie etwa Food Processing, Food Marketing oder auch Masterstudiengänge wie zum Beispiel Food Science. Darüber hinaus befindet sich mit dem Max-Hubner-Institut eine weltweit anerkannte Einrichtung für Milchforschung in Kiel, und es gibt noch weitere Institute wie etwa für Humanernährung und Lebensmittelkunde oder für Ernährungswirtschaft und Verbrauchslehre, die hier in Kiel als etablierte Forschungseinrichtungen, aber auch als Nachwuchsschmieden für die Ernährungsbranche fungieren.
Wenn wir uns jetzt aber nochmal so den wirtschaftlichen Bereich anschauen und auf Startup-Gründungen gucken, dann haben auch da die Hochschulen eine wichtige Funktion. Ein Beispiel aus dem Bereich der personalisierten Ernährung ist da das Startup Perfood, was 2017 aus der Universität zu Lübeck ausgegründet wurde. Perfood, das Team besteht aus Ernährungsmedizinern, Ärzten von der Universität zu Lübeck und Technologieexperten und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit digitalen und personalisierten Ernährungsprogrammen zur Prävention und der Therapie von Krankheiten. Und was für uns wichtig ist dabei, ist natürlich, dass das oder Thema Ausgründung, wir arbeiten hier relativ eng zusammen mit einer Vielzahl von Programmen vor Ort, sei es jetzt die jeweiligen Innovationslabs an der Berkeley-Universität, sei es StartX hier in Stanford oder auch verschiedene Foren, die von der Stanford Business School bespielt werden und natürlich UC Davis als eine der Universitäten in den USA für den Bereich der Agrarkultur. Also wir bewegen uns sehr, sehr stark in dem Netzwerk hier und Universitäten haben oftmals, und das ist interessant für Startups jetzt aus Norddeutschland, die versuchen auf den US-Markt vorzukommen, es gibt sehr, sehr gut organisierte Programme, die sich an Startups aus dem Ausland richten, die über Universitäten oftmals eine Art Landing-Spot, eine Plattform, eine Plattform zugreifen können und über ein Universitätsnetzwerk heraus auf den Markt vordringen zu können. Und dort möchte ich insbesondere auf das mittlere Logo hier hinweisen, auf die NSF, America's Seed Fund. Die NSF ist das Pendant zur Deutschen Forschungsgesellschaft, steht für National Science Foundation. Und die NSF lobt verschiedene Grant-Programme aus. Und es gibt insbesondere ein Grant-Programm, das nennt sich STTR oder SBIR, das sind die Small Business Innovation Research Grants. Und das sind Gelder, die von den USA bereitgestellt werden für Projekte, die geleitet und gestartet werden zwischen Universitäten und Unternehmen. Und diese Unternehmen dürfen auch aus dem Ausland kommen. Das heißt, wir beispielsweise, wenn wir hier in Stanford verbunden sind und es gibt dort beispielsweise den Stanford Club of Germany, mit dem wir pre-Covid probiert haben, eine Art Austausch zu organisieren von Graduate Students, die aus Stanford heraus für 3 Monate nach Deutschland kommen und dort in Unternehmen mitarbeiten und dort ihre Dissertation oder ihre Master-Thesis dann schreiben. Es gibt bestehende Kanäle und wir versuchen oder möchten in Zukunft gerne noch diese Kanäle weiter ausbauen und verfügbar machen. Und ich würde mir wünschen oder für diejenigen von Ihnen und euch, die vielleicht aus dem Startup-Wesen kommen, würden wir uns sehr freuen, zu schauen, wie das eventuell aussehen könnte, gerade im Bereich der Food- und Beverage-Industrie, um diese Vernetzung hier zu machen. Denn über diesen Seed-Fund der NSF zum Beispiel gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, über ein sehr gut strukturiertes öffentliches Projekt Partnerschaften für US-Universitäten Partnerschaften im Ausland zu generieren. Und wir wissen eben, dass beispielsweise an der UC Davis oder auch hier in Stanford mit dem Stanford Club of Germany das Interesse daran besteht, mit Deutschland zu interagieren. Und wir sind eben mit dem NGIO in der glücklichen Lage, dass wir hier sehr gut angebunden und vernetzt sind und dass es hoffentlich auch die Möglichkeit gibt, dass das mit Norddeutschland dann zu tun. Damit komme ich auf den Punkt jetzt, der übrig bleibt, zum Bereich der Regierungs-Involvement, Government-Involvement. Was dabei ganz interessant ist, bevor ich das an Christine weitergebe, dass die USA eigentlich immer, was Government betrifft, wenn man es mal absieht von Forschungsgeldern, sich sehr, sehr stark zurückhalten und Government in den USA keine große Rolle spielt für die Skalierung oder für Startup-Förderung. Ich finde gerade diesen Kontrast immer sehr, sehr spannend, wenn man sich halt anschaut, welche Rolle halt die Politik Government in den USA spielt, wenn man das vergleicht mit Deutschland. Die Politik bei uns in Norddeutschland zum Beispiel hat ja ein starkes Interesse daran, Zukunftstechnologien voranzubringen, entwickelt dafür oft umfassende Förderprogramme und begrüßt es natürlich in dem Zusammenhang auch, wenn sich Netzwerke und Cluster bilden, die gleiche Vision haben und auch auf Innovation setzen und die Projekte halt weiter vorantreiben.
werden. Das Thema Ernährung, das wir uns heute ausgesucht haben, um Ihnen das NGO näher zu bringen, ist natürlich nur einer der großen Bereiche, mit denen wir uns als NGO beschäftigen. Wir selbst arbeiten ja industrieübergreifend, fokussieren uns auf die Bereiche Trend- und Technologie-Scouting und sehen dabei immer wieder, wie bedeutend Kooperation und Kollaboration ist. Umso wichtiger ist es daher natürlich, dass wir als NGO auf eine vorhandene Infrastruktur und auch Kompetenznetzwerke, wie zum Beispiel im Bereich der Ernährung FoodRegio oder aber auch auf das Digitale bezogen Divish zurückgreifen können und gemeinsame Veranstaltungen, Netzwerke teilen können und so weiter. Und ja, wie Sie sehen, hat das ja heute gut geklappt, da wir eine gemeinsame Veranstaltung machen und ja, uns dahingehend auch vernetzen mit der Divish. Und dann noch der letzte Punkt, gerade, das ist eigentlich gerade so ein wirklich typischer Silicon Valley-Moment, der im Bereich der Food- und Beverage-Industrie passiert. Diejenigen von Ihnen, die sich ein bisschen die Wachstumsgeschichte oder die Story hinterm Silicon Valley sich schon mal angeschaut haben, werden bestimmt mal über das Unternehmen Fairchild gekommen sein. Also der erste Hersteller von den Wafers, also von den Chipsätzen, den ersten. Und das, was Fairchild so berühmt gemacht hat, ist deren Idee oder deren Vision gewesen oder deren gelebte offene Innovation gewesen. Fairchild zum Beispiel, wo Ingenieure sagten damals, als sich dann so die ersten anderen Unternehmen oder übrigens auch HP oder AMD, die sich alle aus Fairchild heraus gegründet haben. Es war wirklich eine Community von Nerds, muss man sagen, die diese Chipsätze gebaut haben und wo die Forschung, also pushing the envelope, im Vordergrund der Interaktion stand. Das heißt, es gibt wirklich Geschichten, wo Ingenieure von Fairchild sagten, dass der Mitbewerber anruft und ein Problem hat und nicht versucht gerade rauszufinden, warum es in der Produktion nicht weitergeht und dass Fairchild-Ingenieure ihre Sachen haben liegen lassen und sind einmal schnell auf die andere Seite der Stadt gefahren, um ihren Konkurrenten dabei zu helfen, ein Problem zu lösen. Und was wir eben gerade sehen, ist, dass hier mit dem Good Food Institute zunächst das Silicon Valley-Moment eigentlich gerade passiert, denn ganz interessant, dass das GFI hat, ich glaube, letztes Jahr oder was, das ist sogar schon angefangen damit, als Art Open-Source-Projekt die Zelllinien zu teilen. Oder viele Unternehmen sind teilen ihre Rezeptur, teilen, wie sie, welche Stoffe sie nutzen, um alternative Proteine herzustellen. Und die Überzeugung ist, dass der Markt so groß ist wirklich der Bereich, die Skalierung nur dann stattfinden kann, wenn wirklich Informationen geteilt werden, dass genug auf dem Markt zu holen ist. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wunderbarer Punkt. Und auch wenn Sie noch Fragen haben, wie man hier bei GFI sich einbringen kann, entweder die Homepage ist sehr gut organisiert, man findet dort schon sehr viel, oder ansonsten natürlich sprechen Sie uns auch gerne dazu an. Also ich glaube wirklich ein Heureka-Moment der F&B-Industrie hier im Silicon Valley und eben auch ein Zeichen dafür, wie wichtig Open Innovation ist. Und damit nochmal zurück eben auf dieses Dreieck zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Wir als NGIO versuchen wirklich in der Mitte, also da, wo jetzt gerade Innovation steht, versuchen wir als NGIO zu platzieren, dass wir eben wirklich unsere Netzwerke in alle diese drei Teilbereiche auf- und ausbauen. Und wir bauen den Schichtnuder deswegen aus, um sie dann wiederum Unternehmen, Startups, Organisationen zur Verfügung zu stellen. Insofern nochmal die Einladung, bitte sprechen Sie uns an, kommen Sie zu uns. Wir haben hier immer unsere Kontaktdaten geteilt. Christine, meine Kollegin in Kiel, vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen aufgrund der Zeitzone als ich in den USA, aber melden Sie sich gerne, kommen Sie zu uns und wir schauen uns gerne an, wie und in welchem Umfang Möglichkeiten hier bestehen, über das NGIO auf unsere Netzwerke zuzugreifen. Und damit vielen Dank ich habe gesehen, die Sachen, die im Chat aufkamen, würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Fragen jetzt vielleicht bekommen. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, Christine, vielen Dank, Tim, für den spannenden Vortrag. Das war ein schöner Einblick in die Ernährungsbranche oder was uns da auch vielleicht in den nächsten Jahren alles so erwartet. Das wird spannend. Ich bin sehr gespannt darauf, ob da tatsächlich auch für, also wie jetzt hier in Schleswig-Holstein dieses Thema auch tatsächlich weitergeht.
Ich fange da auch, würde ich sagen, weil im Chat noch gerade keine konkrete Frage steht. Ich fange aber einfach mit der ersten mal direkt an. Tim, du hattest das gegen Ende des Vortrags auch gesagt, dieses Beispiel von dem Startup, was gar nicht so sehr die großen Konzerne gesucht hat oder die Startups generell, die gar nicht um die großen Konzerne suchen, sondern vielleicht viel besser aufgehoben sind bei einem kleineren, schnelleren Unternehmen und dass da große Chancen auch für Unternehmen in Norddeutschland gegebenenfalls entstehen. Wie jetzt hier auf Norddeutschland geguckt, auf Schleswig-Holstein geguckt, wie nutzen wir das denn jetzt konkret? Ne? Also wie kriegen wir das hin, dass wir diese Chancen auch wirklich ergreifen? Wir haben mit euch, mit dem NGIO, einen tollen Kanal in Silicon Valley, aber wie nutzen wir das jetzt konkret, um ja uns, unsere KMU hier zu platzieren für nicht nur Startups, sondern generell für interessante Unternehmen auch in den USA, um da einfach diesen Austausch auch hinzukriegen? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube wirklich, es geht, wie gesagt, immer darauf zurück. Wir brauchen, das ist ja auch das, was auch auf den Cluster MeFood Regio oder auch durch die WTSH etwa gemacht wird, also das Managed Regional Execute Global. Und alle diese Formate, alle diese Events, die veranstaltet werden, um überhaupt erstmal eine Foundation, eine Basis zu schaffen, von der aus man dann gemeinsam Ideen entwickeln kann und vorvalidieren kann. Und insbesondere, was wichtig ist, auch auf KMUs bezogen, generell für Unternehmen die Überlegung, was genau möchte ich nicht erreichen? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, also zwei Mindsets eigentlich, mit denen man in Silicon Valley oder generell im Bereich Innovation kommt. Das eine ist das Mindset von we don't know what we don't know. Also wirklich, dass das wir machen XY und wir gehen jetzt auf den Markt und gucken mal, was gibt es eigentlich? Und dort beispielsweise das NGIO oder auch die Innovationsberatung der WTSH kann natürlich dort erste Impulse und Einblicke geben zu Trends oder zu Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das Interessante passiert nämlich dann, wenn eine Firma sagt, okay, wir haben hier schon eine Idee für einen Use Case. Also jetzt nicht aus dem Bereich Food und Beverage, aber unser Partner, die OHB, die aus dem Bereich Aerospace kommen. OHB hat sich dazu entschieden, mit uns und im Silicon Valley zu arbeiten, weil die derzeit neben den zwei klassischen Geschäftsbereichen, das sind der Satellitenbau und Antriebssysteme, sagen, dass sie gerne den Geschäftsbereich Digitales weiter ausbreiten möchten. OHB sitzt beispielsweise auf einer Vielzahl von Daten und sagt, okay, was machen wir mit diesen Daten? Und wir sind auf der Suche nach Startups, die eben Geschäftsmodelle oder entweder Geschäftsmodelle anbieten, was mit diesen Daten gemacht werden kann, wie es kommerzialisiert werden kann, beziehungsweise Startups, die in den USA schon etabliert sind und jetzt auf den europäischen Markt möchten, aber gerade in der hochregulierten Rüstungs- oder Luftfahrtindustrie Schwierigkeiten hätten, das alleine zu tun und deswegen Partner wie die OHB brauchen. Ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es wirklich für KMUs, auch für den Bereich der Food and Beverage. Das heißt, wenn eine Idee besteht dessen, entweder wir haben ein Netzwerk von Produzenten, von Zulieferern, wir teilen unsere Supply Chain und bieten das an einem Startup, was Produkt macht und dieses Produkt nach Deutschland bringen möchte. Und die können wir unterstützen. Das ist sicherlich ein gangbarer Weg. Oder zu sagen, okay, wir sind Maschinenbauer, wir bauen, ich hatte ja erwähnt, dass die Verarbeitung der einzelnen Bohnen ist sehr, sehr aufwendig. Wenn wir jetzt aber ein Unternehmen haben, was seit 100 Jahren hochpräzise Maschinen herstellt und sagt, wir können auch hochpräzise Mühlen herstellen, dann ist das natürlich ein Angebot, was man durchaus hier platzieren kann auf den einzelnen Märkten in den USA und gerade im universitären Wesen, um frühzeitig Startups zu finden, die in der Zukunft dann eventuell Bedarf haben an einer solchen Technologie oder an einem Zulieferer von Mühlentechnologie. Und ich glaube, dass das wirklich Möglichkeiten sind, die sich für KMUs in Norddeutschland insbesondere ergeben. Und dort natürlich, wir als NGO sind hier vor Ort und es ist unsere Aufgabe, immer genau zu wissen, wer gerade daran arbeitet. Also nochmal die Wiederholung, wir teilen unser Netzwerk dafür wirklich sehr gerne. Das ist der Grund des Bestehens des NGIOs. Vielen Dank. das heißt, wenn jetzt ein KMU hier in Schleswig-Holstein tatsächlich sagt, so ja, wir sind Spezialist, hochpräziser Maschinenbau, hochpräziser Mühlen, was auch immer. Also wäre das jetzt so der Aufruf an KMU in Schleswig-Holstein, die wirklich hochspezialisiert sind, so die Hidden Champions, sich einfach mal proaktiv bei euch zu melden? Oder wie kriegen wir tatsächlich da so konkret
jetzt idealerweise einen Austausch hin, ne? Also ich meine, klar, viel läuft über das, was wir ohnehin untereinander austauschen. Also wir stehen ja ohnehin auch in Kontakt. Wenn von euch Themen rüberkommen, haben wir aus der Innovationsberatung heraus ja auch große Netzwerke in die Unternehmenslandschaft in Schleswig-Holstein. Aber vielleicht hättet ihr noch konkrete Ideen, das noch weiter zu optimieren und noch besser das hinzukriegen, unsere guten Unternehmen auch in Position zu bringen? Also wir würden da so vorgehen, dass wir uns in einem ersten Gespräch zusammensetzen, kennenlernen, austauschen. Und wenn das Unternehmen natürlich auch schon weiß, wonach es sucht, dann können wir da sicherlich auch konkreter und schneller, ich sag mal, wie so ein Trichter vorgehen und sagen, okay, wir schauen uns halt genau an, das Unternehmen sucht Technologie X, gehen dann ins Tech-Scouting rein und schauen halt wirklich vor Ort, was sind Technologien, was sind Startups, die dem Unternehmen halt ja, Mehrwert bringen könnten und würden dann halt Kontakte herstellen und das Netzwerk, ja, unser Buch öffnen, sag ich mal. Auf der anderen Seite aber auch der Ansatz, den Tim schon genannt hat, we don't know what we don't know. Wenn ein Unternehmen generell daran interessiert ist, daran Innovation voranzutreiben und ja, nicht auf ein spezielles Thema Entschuldigung, noch nicht auf ein spezielles Thema bezogen, aber sich einfach dafür die erste Anfrage jetzt bestimmt schon. Genau. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist aus. Am besten, Tim, du nimmst mal kurz an. Genau. Ja. Also, wie Christine sagte, also entweder wirklich über sprechen Sie uns an. Ich bin normalerweise viermal im Jahr in Deutschland, zurzeit jetzt nicht ganz so viel, aber Christine ist ja vor Ort. Also, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Das andere ist es wirklich. Wir sind so durch in Hamburg oder in Bremen dran und ich glaube, das, was noch besser sein kann, ist wäre wirklich über die drei Bundesländer hinweg die bestehende Infrastruktur noch besser zu vernetzen und wir hoffen eben auch in naher Zukunft, wir werden das gerne auch über den Verteiler, wenn wir es dürfen, von euch, lieber Johannes und Felix, noch teilen, eine kleine Eventreihe zum Thema F&B aufsetzen und dort dann auch wirklich die einzelnen Programme oder Partner aus den drei Bundesländern zur Sprache kommen lassen. Das heißt, ich glaube, insgesamt besteht natürlich immer die Möglichkeit, als wenn man als Region denkt oder als Verbund denkt, ergeben sich einfach mehr Möglichkeiten zur Kollaboration. Aber wie gesagt, ein erster Punkt wäre auf jeden Fall direkt die Ansprache erstmal von uns und wir können dann schon mal koordinieren und gucken, ob nun in Norddeutschland oder in den USA, wo sind die ersten relevanten und wichtigen Kontakte. Ja, super. Und ich sehe gerade eine Frage hier im Chat von Saskia Vetter. Frage nach Trends zu Lebensmittelverschwendung. Ja, gibt es ganz, ganz stark sogar. Beispielsweise getrieben vielfach von auf der einen Seite den großen Supermarktbetreibern und Ketten in den USA und Supply Chain Unternehmen. Gibt es drei Ansätze. Zum einen sehen wir, dass beispielsweise, wer war das, jetzt überlege ich gerade, eine der großen Supermarktketten USA hat eine eigene Plattform aufgebaut, zusammen mit Startup-Unterstützung aufgebaut, um die Früchte, die aufgrund von optischen Dellen und kleinen Stellen aus dem Verkaufsraum entfernt werden, in einem Direct-to-Consumer-Modell an Kunden zu liefern und also ein Marketplace aufgebaut hat, um Produkte mit entweder die kurz vor Ablauf stehen oder die eben einfach nicht schön aussehen, nicht zu verschwenden. Und das Interessante ist eben natürlich für Unternehmen wie sagen wir mal Walmart oder für Unternehmen wie Costco haben sich diese Themen bisher kaum gelohnt aufgrund der hohen Supply Chain Kosten für sowas und aufgrund der relativ geringen Margen für sowas. Aber was wir eben sehen, ist, dass aufgrund von immer besseren bereits vorhandenen Technologien und Use Cases und Erfahrungen diese Sachen plötzlich möglich werden und sogar neue Einnahmequellen bieten. Das ist das eine. Das andere ist die Nutzung von etwa Algen, sich jetzt auch gerade in der Frage hier nebenbei, oder von anderen Stoffen, die Plastik als Verpackung ersetzt. Also das Bescheuerste, was man ja eigentlich, finde ich, immer vorstellen kann, ist, dass eine Orange ausgepackt wird und dann geschält wird, zerteilt wird und dann in Plastik verkauft wird. Und das sehen wir leider in den USA ganz, ganz viel.
In Deutschland weiß ich gar nicht, ob sowas, ob der Gesetzgeber das überhaupt zulässt. In den USA gibt es zig solcher Möglichkeiten, auch andere, die schon aber so verkaufen können, aber stattdessen in Plastik eingewickelt, geschält verkauft werden. Also in dem Bereich passiert ganz, ganz viel. Und dann drittens Predictive Analytics, also die Nutzung von KI-gestützten Algorithmen, algorithmusgestützter KI, so rum, Vorhersagen zu treffen, wann auf welchem Markt, von welchem Produkt wie viel gekauft wird. Passiert viel, also in dem Bereich ist ganz viel los. Gerade in diesem Bereich haben wir tatsächlich auch in Schleswig-Holstein mindestens zwei Akteure mit Meteolytics und Food21. Also ich glaube, der Bereich ist wirklich sehr, sehr groß und relevant. Vielleicht gerade zum Thema Algen und da auch Nachhaltigkeit, ist ein etwas anderer Bereich, aber da arbeitet WindCloud daran, einen Server, also ein Rechenzentrum hat ein Rechenzentrum und auf dem Dach ist eine Algenfarm, die durch die Wärme und das CO2 von einem Rechenzentrum genährt wird. Also auch da ein nachhaltiger Kreislaufwirtschaftsansatz. Aber ich glaube, da driften wir dann weg von dem Thema. Da war noch eine weitere Frage, und zwar, wer kümmert sich in unserer Region um KI-Anwendungen im Pflanzenbereich? Ist euch, uns da etwas bekannt? Also mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ich hatte das vor einigen Wochen tatsächlich ein Startup, glaube ich, was in dem Bereich unterwegs ist mit der intelligenter und KI-gestützter Steuerung von Beleuchtung, also für die Pflanzenanzucht. Das müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen, was das war. Ansonsten würde ich bei dem Thema, gerade wenn auch KI involviert ist, wer sind Player, die im Bereich KI in einer bestimmten Anwendung unterwegs sind, auf jeden Fall auch auf den KI-Transfer-Hub gerne verweisen, dort einfach mal den Kontakt aufzunehmen und zu schauen, gibt's da, ist dort vielleicht bekannt, wer unterwegs ist, aber vielleicht, Christine oder Tim, vielleicht kennt ihr noch jemanden, also ich wüsste jetzt auch spontan nicht viel mehr. Also in Norddeutschland direkt, Christine, ich weiß nicht, ob dir was einfällt, fällt mir aus Norddeutschland direkt jetzt leider nichts dazu ein, Bilderkennung Jedroboter. Ja, richtig, genau, das wäre so ein Bereich sicherlich, dass das stimmt. Was aber generell eines der Schwanzmodelle, die ich im letzten Jahr gesehen habe, ich glaube, sie hießen IP Garden, wenn ich mich nicht irre, aus Berlin, das Startup, die als Ansatz hatten, dass sie kleinere Parzellen von Land vor den Toren Berlins vermieten und über eine Mobile-Plattform, so ein bisschen wie Farmland oder wie heißt das, eigentlich als App kann man auch auf seinem App dann anpflanzen und sagen, also ich habe jetzt, keine Ahnung, 3 Quadratmeter Boden und möchte eben in diesem Sektor Möhren anpflanzen lassen und hier habe ich Tomaten, da habe ich Gurken, wie auch immer. Und gleichzeitig hatten sie dann noch auf ihrer Plattform so eine kleine Educational-Seite, dass man gesagt hat, okay, Tomaten und Gurken sollten, ich muss mich jetzt leider, glaube ich, zu erkennen geben, als ich kenne mich mit Anpflanzen leider selber null aus, ich bin kein Gartenmensch, aber dass die App eben sagt, diese beiden Produkte, diese beiden Saaten passen nicht nebeneinander, weil sie beispielsweise die gleichen Mineralien brauchen oder wie auch immer. Also, dass dort noch dieser Educational-Faktor dazukommt und man konnte dann eben über eine Kamera live seinen Garten angucken und dann, sobald Erntezeit war, hat man dann sein eigenes Gemüse geliefert bekommen, was dann eben vor den Toren Berlins angebaut worden ist. Also ich finde, das war eine sehr, sehr spannende Idee. Ich weiß, dass leider die Finanzierung für die sehr schwierig war. Ich müsste mal nachgucken, ob sie noch heute noch in der Art und Weise gibt. Aber das war wirklich ein Thema, was ich sehr, sehr spannend fand letztes Jahr. Vielleicht nochmal eine Frage, damit wir zurück zum NGIO kommen. was sollten denn am besten Unternehmen idealerweise mitbringen, dass ihr sagen würdet, die haben viel Potenzial, um im Silicon Valley Anklang zu finden? Und jetzt auch durchaus bezogen auf die hiesige Wirtschaft und die Stärken unserer Wirtschaft. Also das Unternehmen sollte sich idealerweise schon damit beschäftigen oder, sag ich mal, Lust haben, über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch an einer eigenen Innovationsstrategie arbeiten oder da einfach sich schon mit Themen beschäftigt haben, um auch Zukunftsimpulse angehen zu können oder auch zu wollen.
Und ansonsten findet man im Silicon Valley ja unglaublich viele Themen. Also der Ernährungsbereich ist vorhanden, maritime Wirtschaft, also viele der großen Bereiche, die hier in Norddeutschland relevant sind, finden sich drüber. Das heißt, ja, industrieübergreifend finden wir da sicherlich alles, was wir hier an Anfragen bekommen würden. Das, und was ich noch ergänzen würde dazu, ist das, was, glaube ich, am notwendigsten ist, ganz egal, welcher Industriebereich das ist. Die Interaktion mit dem Silicon Valley ist immer, muss immer eine mittel- bis langfristige Vision dahinter haben, um sich wirklich nachhaltig mit dem Thema zu beschäftigen. Im Endeffekt ist immer die Interaktion mit Startups oder die Suche nach Innovation eine Art Wette auf die Zukunft. Und was das eben bedeutet, ist, dass wenn eine Firma sagt, okay, wir nehmen uns vor allem Zeit, das ist natürlich auch, das ist eine wertvolle Ressource, wir nehmen uns die Zeit gemeinsam mit dem NGIO dafür, für uns alleine eine Lernkurve aufzubauen dessen, was für uns immer die möglich ist. Das ist überhaupt erstmal die wichtigste Grundeinstellung, die wir brauchen. Für den Anfang in der Zusammenarbeit mit einem neuen Unternehmen werden wir natürlich als NGIO sehr genau die Aufgabenbereiche versuchen zu definieren. Wenn wir jetzt aber anfangen vom Bereich von we don't know what we don't know, müssen die erstmal aufgebaut werden. Das heißt, dort ist einfach viel. Wir sind hier unterwegs auch auf Eventformaten. Wir schreiben Berichte oder recherchieren zu verschiedensten Anwendungen, von denen entweder wir als NGIO glauben, es ist für euch als Firma relevant. Das ist natürlich auch einer der Vorteile des NGIOs, dass wir versuchen, links und rechts der eigentlichen Branche zu gucken. Also Food and Beverage Industrie können wir uns nicht angucken ohne Supply Chain. Und können wir uns nicht angucken auf der anderen Seite ohne KI. Das heißt, dass wir eben auch von Anfang an versuchen, immer schon wieder mit reinzubringen, was passiert links und rechts von euch und was hat vielleicht auf eure Kernwirtschaft nachher eine große Auswirkung. Dass wir uns aber gemeinsam die Zeit nehmen, gemeinsam immer stärker Kimmer und Korn aufs Ziel auszurichten. Dann nach und nach zu dem Punkt zu kommen, dass wir nicht genau wissen, wonach wir suchen und wo wir dann entsprechend nachher die Kompetenz des Unternehmens hier in den USA auch mit Berücksichtigung von Einsatz und Nutzen dann ideal positionieren können und eine Art Sichtbarkeit schaffen, um dann eben Technologie-Startups, Partner von außen mit dem Unternehmen zu verbinden. Würdet ihr denn sagen, es ist eine gewisse Grundgröße sinnvoll von einem Unternehmen, also dass sie nachher auch die Power haben, die gescouteten Trends oder Möglichkeiten oder Kooperationspartner auch sinnvoll zu nutzen? Es kann sinnvoll sein. Damit würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir für kleine Unternehmen nicht interessant sind. Aber wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass es auch eine Person gibt, die nachher mit uns immer regelmäßig in den Austausch gehen kann, die halt so ein bisschen den Hut auf hat bei dem Projekt NGO. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sicherlich hilfreich ist, eine gewisse Größe zu haben, um auch die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um zu gucken, was kann das NGO zuliefern und wie können wir das im Unternehmen auch einbinden oder umsetzen. Und vielleicht noch ergänzend dazu, es kommt ein bisschen noch darauf an, was es ist. Wenn ein Unternehmen sagt, wir sind auf der Suche nach Technologie zum Thema White Labeling, ist die Frage, ob kleine Unternehmen, nachdem es ist, ob kleine Unternehmen sagen, okay, wir haben diesen Bedarf, ein neues Produkt beispielsweise hier auf dem deutschen Markt an unsere eigenen Kunden zu bringen. Wenn man mit einem Startup zusammenarbeitet, also wenn es um Startup-Zusammenarbeit geht und das Sourcing von Startups geht, dann reden wir bei Pilotprojekten, die meisten sind bezahlt. Das heißt, ein Startup für ein Pilotprojekt wird irgendwo, je nachdem, was es ist, kann bei 8.000 Dollar liegen, kann hochgehen bis zu 50.000 Dollar. Das heißt, ein Unternehmen, egal der eigenen Größe, sagt, okay, das ist eine Investition, die wir zur Verfügung stellen, um auch Geld zu reservieren für Pilotprojekte mit Startups, dann ist die Größe des Unternehmens egal. Aber es kann eben durchaus sein, dass diese Investitionen, auch monetäre Investitionen, benötigt werden nachher. Also das ist dann eher die Frage, was kann die Firma, was möchte die Firma und was kann sie sich nachher leisten, um, wenn es beispielsweise um Startups-Scouting geht, auch Startups nachher wirklich auszuprobieren.
Apropos, was kann man sich leisten? Oder klar, auch Zusammenarbeit mit einem Startup ist, hat auch nicht nur mit einer zeitlichen, auch mit einer finanziellen Investition zu tun. Wie ist das bei euch? Also, wenn ich jetzt Unternehmer bin aus Schleswig-Holstein und ich möchte tatsächlich ein Technologie-Scouting bei euch machen oder ich möchte vielleicht sogar Partner im NGO werden, was kostet das? Das hängt nachher so ein bisschen davon ab, in welchem Umfang wir agieren. Also wir haben verschiedene Produktpakete und Trend- und Technologie-Scouting verbinden wir häufig mit der Erstellung von Reportings. Das heißt, je nachdem, wie viele Reportings gewünscht sind, ob eine eigene Delegationsreise nachher durchgeführt sind oder ob es einfach nur darum geht, ein paar gemeinsame Veranstaltungen zu machen, starten wir bei 10.000 Euro jährlichem Beitrag. Und dann geht es halt hoch, je nachdem, wie viel Prozent eines eigenen Mitarbeiters man vor Ort haben möchte. Genau. Okay, alles klar. Also es gibt dann verschiedene Abstufungen, dass es tatsächlich, es gibt nicht einen Einheitspreis, sondern auch für kleinere Dinge, wenn ich jetzt erstmal so mich rantasten möchte als Unternehmen, dann ist ja für das, was man dann da bekommt, tatsächlich eine Technologie oder Trendscouting, auch 10.000 Euro in einem Jahr, sicherlich ein gut angelegtes Geld, also kann man sich da auch rantasten. Richtig. Und natürlich noch dazu ergänzend, natürlich, wir sind ja ein Anbieter der Wirtschaftsförderung. Das heißt, ich mag es nicht so gerne Erstberatung nennen, aber dieser initiale Kontakt und generell erstmal das Schauen. Nicht jede Firma braucht ja ein langanhaltendes Projekt. Wenn es also gerade eher geht um, ich möchte jetzt gerade wissen, was passiert gerade jetzt an diesem Punkt X im Silicon Valley für mich. Das sind natürlich Sachen, die wir auch so anbieten und wo keine formelle Partnerschaft sofort notwendig ist. Wenn es dann aber darum geht, nachher, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich wir haben Use Case entwickelt oder wir entwickeln einen Use Case und brauchen deswegen wirklich, dass das Scouting dann auf jeden Fall ist es so, wie Christine das gerade sagte. Alles klar. Im Chat geht nebenbei so ein bisschen die Diskussion weiter über noch Unternehmen, die mit Pflanzen oder mit Algen zu tun haben. Da ist jetzt aber keine konkrete Frage mehr dabei gewesen, außer eine Präzisierung nach dem Thema Algen als Fleischersatz. Da ist mir aber tatsächlich auch jetzt nichts bekannt. Philipp Stormer hat so ein paar Links noch geschickt. Vielleicht beantwortet das ein oder andere. Ansonsten noch eine Frage von mir. Tim, du hast ich habe den Namen wieder vergessen, diesen Summit gesprochen. Und ihr habt viel über Open Innovation gesprochen. Open Innovation ist ein super spannendes Thema, aber das ist ja auch nichts, was man einfach so anmacht im Unternehmen. Ne? Das ist ja, hat ja auch viel mit Mindset zu tun und muss tatsächlich auch gelebt werden. Meine Frage ist, was kann man denn konkret, jetzt nochmal einen Blick auf die Ernährungswirtschaft, aber im Grunde genommen alle Branchen, was kann ich als Ernährungswirtschaft in Schleswig-Holstein konkret lernen aus dem Silicon Valley? Was funktioniert dort drüben gut? Was man vielleicht hier auch strukturell etablieren könnte, was Unternehmen voranbringt, ja auch wieder Innovation zu entwickeln und zu generieren. Okay, also ich glaube, dass das natürlich hat sehr, sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Und man muss natürlich gucken, Open Innovation kann in Norddeutschland was anderes bedeuten als Open Innovation vielleicht, wie wir es hier in den USA oder im Silicon Valley verstehen. Was aber, glaube ich, immer notwendig ist. Und ich glaube, dass das einfach ein menschliches Bedürfnis ist. Ich glaube, wir alle als Menschen, uns sind zwei, ich glaube, dass das zwei Dinge ganz wichtig sind. We want to be heard. Also wir möchten, dass uns Leute zuhören. Wir möchten gesehen und gehört werden und wir möchten beitragen. Und ich glaube, dass das, was immer eine Firma tun kann, um das in der gesamten Belegschaft diese Möglichkeiten zur Partizipation zu bieten. Dort gibt es beispielsweise ein Kiel-Startup aus dem ZFE heraus, IdeaChamp, die ein sehr interessantes Tool eigentlich entwickeln, um Partizipation aus dem Mitarbeiterfeld zu generieren. All das sind Sachen, die glaube ich, wirklich Kreativität und Ressourcen freigeben und freisetzen. Ich glaube, dass das dann, also wenn wir Open Innovation verstehen, als wir als Firma haben intern ein so auf den Umgang, dass wir eben nicht in Departments und in Compartmentalized denken, sondern dass wir sagen, okay, jeder hier, egal ob ich Lastwagen fahre oder egal ob ich am Schreibtisch sitze und Abrechnung schreibe, wir alle sehen ja einen bestimmten Teil unserer Firma. Wir haben alle unseren Alltag und wir haben alle unsere Herausforderungen und wissen sehr genau, was bei uns am Arbeitsplatz vor uns die Herausforderungen sind, damit es eine Möglichkeit gibt, dass wir das irgendwie kommunizieren können. Und dass wir auch dazu, dass unsere Leistung
belohnt wird. Es muss gar nicht mehr unbedingt, glaube ich, immer monetär sein, sondern einfach nur eine Wahrnehmung, also ein draufgucken und sagen, ein gut gemacht. Frau so und so, Herr so und so, hat das und das gesehen, hat das und das gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Generell, was wir im Silicon Valley jetzt sehen oder in den USA sehen, ist ja, dass das beispielsweise die Frage, wie bezahlen Mitarbeiter, wie sieht die Bezahlung aus, also Festgehaltsteil und dann Compensation on top, dass viele Firmen wirklich anfangen, Boni zu vergeben, wenn eben über Boni Incentives gegeben werden, um diese Überlegung sich mitzumachen. Ich glaube, dass das ein anderer Teil ist. Aber wie gesagt, es muss, glaube ich, nicht unbedingt Geld unbedingt alleine sein, es kann auch einfach Anerkennung und Wahrnehmung innerhalb einer Firma sein. Ich glaube, all das, was eine Firma machen kann, um den eigenen Leuten in der Firma die Möglichkeit zu geben, beizutragen, ist nachher ein wesentlicher Bestandteil davon. Tatsächlich hatten wir damals auch IdeaChamp schon bei uns zu Gast in dieser Webinare. Ich habe gerade nochmal den Link geteilt, wo auch alle Webinaraufzeichnungen und Informationen, tatsächlich war die Aufzeichnung von der IdeaChamp-Veranstaltung damals ja, wegen seines technischen Fehlers nicht bereitgestellt worden. Aber da finden Sie auch nochmal alles, was es dazu gab und zu diesem Ideation oder zu dem IdeaChamp-Thema auch die Präsentation als Dokument und auch eine Checkliste. Auch im gleichen Kontext tatsächlich das erste Webinar, was wir hatten zum Thema Ideation meets Remote Work von Uxma, auch durchaus empfehlenswert in diesem Kontext. Ja, ich glaube, wichtig ist ja, dass man den Weg auch beginnt, ne? Also mit der Offenheit, die dazu notwendig ist. Gerade in so einem Ideen-Innovationsprozess kann eigentlich noch keiner wissen, was am Ende dabei dann auch steht, ne? Und so die Kombination von Möglichkeiten, wie sie IdeaChamp anbieten, als auch die Eindrücke, die dann das NGIO liefern kann, öffnet den Horizont oder eröffnet auch Möglichkeiten, die man am Anfang nicht wirklich absehen kann. Dementsprechend, ja, der Blick über den Tellerrand oder über den See ist dann Kanal. Gar nicht so schlecht. Kanal, genau. Ist dann gar nicht so schlecht. Ja. Super, also ich habe keine Fragen mehr. Johannes, ich weiß nicht, hast du noch was auf deinem Zettelchen? Nee, meine Fragen wurden auch in der Form schon beantwortet oder habe ich sie selber gestellt. Somit können wir noch kurz abwarten, ob es noch vielleicht so Last-Minute-Fragen aus dem Publikum geben, aber ansonsten auch langsam zur Endkommunikation übergehen. Also ein Part habe ich ja schon gemacht mit den Aufzeichnungen. Da wird auch nachher die Aufzeichnung dieses Webinars sein. Ja, eine klassische Frage, die mir gestellt wird, die Folien, sind die für uns nutzbar anschließend oder verteilbar? Gerne, teilen wir mit euch. Sehr gut, dann haben wir die Frage auch schon mal gelöst. Felix, mir fällt gerade noch ein Kommentar ein, der vorhin nicht als Frage gestellt wurde, aber als Kommentar in den Chat kam. Und da ging es um individuelle Sportnutrition oder Sporternährung. Das vielleicht nochmal so die Frage dahinter. Also ihr habt ja über gewisse Trends gesprochen, Tim, auch vegetarische und vegane Ernährung und Plant-Based Meat, Plant-Based Seafood. Gibt es noch weitere Trends, auch gerne langfristig gedacht, die ihr jetzt bei eurer Recherche in der Ernährungsbranche nochmal irgendwie aufgedeckt habt? Also gerade so dieses Thema individuelle Ernährung, ne, ist es vielleicht zukünftig so, dass jeder Mensch komplett individuell zusammengestellte Nahrungsmittel ist, die ganz komplett auf seinen Körper zugeschnitten sind? Oder was seht ihr dann noch so auf uns zukommen? Also was wir gesehen haben auf jeden Fall, wir haben in den Bereich der personalisierten Ernährung das erste Mal in der Tiefe 2019, also vor 2 Jahren, reingeguckt. Was interessant ist, dass eben seitdem eine Vielzahl einfach von neuen Unternehmen auf dem Markt hier in den USA gedrungen ist und auch Finanzierung findet, die verschiedene Genomen, Biomikromen, Testmöglichkeiten anbietet, um eben genau für diese Personalized Nutrition zu ermöglichen. Also einfach gerade was passiert ist, dass das eben, das, was wir viel Aktivität sehen, das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch zunehmen und dann wird eine Bereinigung des Marktes stattfinden und dann muss man gucken, wer hinterher da bleibt.
Das ist das eine, was eben nach wie vor und immer wieder wichtiger und klarer wird, wenn man sich auch mal einfach anschaut, wo Tim Cook die Vision für Apple sieht, unter anderem oder auch wo Firmen wie Amazon gehen. Eigentlich all diese Firmen, die Tech-Firmen, gehen auf eine Zukunft und sehen sich als oder ein wesentlicher Teil wird es sein, Wellness, Nutrition, Wellbeing. Und dazu gehört natürlich auch ganz, ganz stark der Food-Bereich, Ernährungsbereich. Und insofern ist es ein Thema, was weiterhin auch hier an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube aber, dass gerade jetzt Covid, glaube ich, den Fokus ein bisschen verschoben hat von Ernährung auf Mental Wellbeing. Ich kann mir vorstellen, dass es dann dort sicherlich auch die wissenschaftlich sind ja die Zusammenhänge von Ernährung und Psychologie oder Mental Wellbeing sehr gut belegt. Das ist sicherlich in dem Bereich auch noch jetzt in den nächsten Monaten zu Neugründungen kommen wird, beziehungsweise zu den nächsten Finanzierungsrunden kommen wird. Okay. Vielen Dank. Christine, hast du vielleicht noch irgendwas, irgendein Trend, der dir noch einfällt, der vielleicht auch auf uns zukommen wird in den kommenden Jahren? Eigentlich hatte Tim alles gesagt, gerade halt diese mentale Geschichte, glaube ich, ist sehr, sehr interessant, aber ansonsten, nee, habe ich da keine Ergänzungen mehr. Okay. Vielleicht gerade noch, es gab noch eine Frage, die sicherlich nicht an uns Moderatorinnen explizit gestellt wurde, wie viele der Zuhörer aus der Ernährungswirtschaft in Schleswig-Holstein stammen. Das können wir tatsächlich in der Form gar nicht so richtig bestimmen, wobei ich sehe gerade, Felix bereitet gerade eine Umfrage vor, vielleicht kriegen wir das noch mit den verbleibenden Teilnehmern. Was ich aber vielleicht in diesem Kontext nochmal sagen kann, und das hatte Tim vorhin auch schon angedeutet, wir planen in Zukunft sicherlich noch einmal etwas im Bereich Ernährungswirtschaft, dann auch mit dem Food Regio Cluster zusammen. Das Thema ist ja durchaus sehr, sehr präsent. Also von daher, ja, die Umfrage läuft jetzt ja gerade. Von daher. Wir sind auch wieder runter auf 24. Also, das wäre recht interessant gewesen zu Anfang, ne? Aber gerade genau, aber. Ja. Also, ich habe gerade mal parallel in die Teilnehmerliste geschaut. Da kann man es natürlich auch immer nicht so direkt an der E-Mail-Adresse ablesen, aber sind schon einige Teilnehmer hier drin gewesen, die aus Unternehmen kamen, die in der Ernährungswirtschaft grob aktiv sind. Ich würde mal sagen, so 20-30% oder so. Ja. Okay. Ja. Spannend. Können wir einmal das Ergebnis präsentieren. Jetzt müssen es auch alle sehen, genau. Ja. Ja, spontan reingehäckselt, ein großer Bereich bei anderen. Ja. Und daran merkt man, wir haben es nicht explizit vorbereitet, diese Frage. Ernährungswirtschaft SH, wenn es auch aufteilen würde nach Bremen und Hamburg, dann weiß es dann noch. Nur gut, aber ich würde sagen, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für den Einblick in das NGAO, einen Einblick in die Branche und auch das, was uns da bevorsteht oder was gerade passiert, ne? Das ist ja gar nicht bevorstehen, sondern Innovation und Digitalisierung passiert jetzt und wer nicht mitmacht, verlässt irgendwann das Orchester. Aber wir versuchen mit unserer Webinarreihe alle im Orchester drin zu behalten und auch in die ersten Reihen zu bringen. Und wir werden damit nicht müde, das auch weiterhin zu machen. Dementsprechend der nächste Termin, hast du den gerade auf Tasche, Felix? Ich glaube, das ist ja. Am 5., oder? Ja, ich glaube 18.05., genau. Genau. Da schauen wir uns das Thema an, wie der Vertrieb digital ideal aufgestellt werden kann. Und dort sind die Referenten von der Firma Kunde Consulting, Tim Eisenreich und Nils Caro. Und wir sind sehr gespannt, was die beiden uns für Erkenntnisse und Insights und Erlebnisse aus diesem Bereich mitteilen können. Wir werden wieder wie gewohnt über unsere Kanäle einladen und freuen uns wieder auf Teilnahme und Fragen und
in Austausch. Das waren meine letzten Worte. Johannes und Felix, hat Spaß gemacht und danke an die Teilnehmer für die Fragen und ja, ich hoffe, wir bleiben alle in Kontakt. Also wir sowieso, Johannes und Felix, geht gar nicht anders. geht gar nicht anders, das ist sehr freundlich, danke. Ja, sehr schön. Auch von mir vielen Dank, ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Euch allen einen schönen Abend. Danke, tschüss. Euch auch. Tschüss. Tschüss.